Krieg der drei Königreiche, die Devoted Manticores gegen President Caribous, was auch immer das ist. Ja, Mensch, haben wir hier irgendwo, da haben wir angefangene Punkte, die machen wir als erstes. Wir wissen ja, es wird später noch richtig hart werden, also gehen wir da schon mal mit kleinen Helden vor und räumen da einmal weg. Du bist da. Komm. Wir spielen hier einfach nur lila. Ja, genau, das ist so viel lila, dass es gelb ist. Boah. Probieren wir einfach mal Reste. Und ob wir da Punkte machen oder nicht, ist egal. Mein Tag ist heute überhaupt nicht. Turnier konnte ich nicht aufnehmen. Hat er gestreikt. Krieg war so richtig, richtig bescheiden. Da hat das Spiel einmal so richtig den Mittelfinger gezeigt. Ist halt Sturmangriff und ich mag es auch nicht. Und ich weiß auch, warum ich es nicht mag. Es waren hammergeile 8,5 Minuten für 0 Punkte spielen. Ein Punkt muss ich dazu sagen. Ich bin nicht gegen Heimdall und Kunichen angekommen. Plus Minions dann, die drauf waren, ging einfach nicht. Also mein Dot-Team hat versagt, was sonst eigentlich im Sturmangriff ja funktioniert, aber da war es halt einfach mal zu hart. So, haben wir sonst noch irgendwo Reste? Nein. Okay. Haben wir hier irgendwie eine einheitliche Verteidigung? Blau, gelb, lila, blau, lila. Ja, okay. Also Fransenteppich. Dann ist es auch egal, was ich mir aussuche als Gegner. Wow. Level 4er. Der bringt 30. Was war das Maximum nochmal? 31. Danke für den Kommentar. Das sieht doch jetzt ziemlich schlimm aus. Er kommt hier. 31 ist das maximal härteste. Also gehen wir doch hier direkt auf. Was warst du? 31. Gehen wir hier mit dem Dot-Team vor. Da geht die 19 hin. Da geht die 16 hin. Als Dotter braucht er da nichts. Ja, ich habe gar nicht geguckt, wie es steht. Um ehrlich zu sein, ist es auch vollkommen egal, wie es steht. Am Ende entscheidet sich eh, wer weniger Kriegsangriffe offen hat. Und da mache ich mir, selbst wenn ich dann mal gut war, wie es im letzten Krieg so der Fall war, im richtigen Team gelandet bin, ändert es ja eh nichts. Weil es dann am Ende eh darauf ankommt, wer denn jetzt den besseren Loot bekommt. Also das sind so viele Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann lasse ich das auch. Also mich darüber aufzuregen, ich gucke auch nicht mehr rein. Ich gucke mir am Ende meinen Loot an. Das ist, glaube ich, das einzige Sinnvolle, was man machen kann. Alles andere ärgert einen. Und der Tag heute ist eh nicht gut. Da weiß ich jetzt schon, dass das nicht gut ist. Und dann probieren wir jetzt hier einfach mal um 8:30 oder so wenigstens ein bisschen was von dem Tag noch zu genießen. Immerhin ist das Freizeit. Aber ja. So ein bisschen was möchte ich euch auch an Content liefern.
Okay. Soll einmal einen Tick kriegen, ist eh gleich wieder voll, aber bringt halt nichts. Wird ja jetzt entzaubert, dementsprechend. Was mir gerade natürlich auffällt, ich greife natürlich auch den an, der immun gegen Brandschaden ist. Das ist eine ganz tolle Sache, Sigi. Da müssen wir halt erst WWK runternehmen. Okay. Du bist doch toll. Du bist auch nur 30. Komm hier, ich will noch einen 31er. Auf der anderen Seite 30 oder 31. Am Ende kommt es darauf an, ob ich. Ist rot. Tauschen war und du kriegst die bessere. Oh wow. Das ist mal ein gutes Board. Und das wird noch besser. Das wird hier nämlich jetzt hier schön zusammengeschoben. Okay, dann löst er halt noch aus. Na. Mies. Zwei Züge, 115 oder 205, komm, aber du haust hier einmal den Bonusschaden raus und dann ist das egal. Ah. Ausgewichen, mies. Bonusschaden brauchen wir nicht. Das reicht hier doch. Boah, warum hätte ich das vorher nicht im Sturmangriffskrieg haben können, diese Boards, ganz ehrlich? Wobei ich hatte Kombinationen. Dann war Kunchen gerade so am Ende, dann löst er aus, heilt, Heimdall heilt. Es ist, nach 8 Minuten Spiel hatten alle die doppelte Anzahl an Lebenspunkten und ich bin einfach nicht gegengekommen, obwohl da teilweise 6, 7 Steine von Rot rein sind. Es ist unfassbar. Gucken wir einfach mal, wie es steht. 150 zu 157. 7 Angriffe. 250 Punkte. Boah, da führen wir ja hier schon mit einem, zwei Angriffen vorne. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Krieg Teil 2. 372, 460. Wow, bin ich mal in dem Team, wo deutlich weniger Angriffe überbleiben könnten? Das wäre ja mal was. Wir brauchen Rot, aber ich fürchte, ich habe keinen roten Heiler mehr. Dann muss Unite her. Probieren wir das mal. Ich bin ja kein Fan von
Mono. Einfach weil das passieren kann. Das wiederum sollte reichen. Eine Gefahr ist schon mal gebannt. Und das sollte doch jetzt ausreichen. Ah, er ist vor mir fertig. Wow, okay. Das wird tödlich. Ja, das passiert, wenn man halt Mono spielt und zu viel Geld gelb überlässt. Jetzt müssen wir auf den Krieger hoffen, dass der Krieger triggert. Krieger, 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 Krieger. Ich guck hin. Ach, shit. Ja, aber können wir ruhig weghauen. Dafür haben wir ja hier unsere... ungelevelten Sachen. Okay, da ist der nächste. Wir haben noch 4 Angriffe. Ach, den haben wir noch nicht einmal eingesetzt. Dann können wir den mal hier einsetzen. Ich habe keinen Heiler drin. Das ist nicht gut. Ich kann hier aber ruhig Rest reinhauen. Dann brauchen wir einfach 2 Angriffe. Ist nicht schlimm. Ich habe eh nicht mehr so viele gute Teams. Nein. Das sollte doch wehtun. Das hat nicht ausgereicht. Der kriegt zwar weniger Schaden. Ach, komm schon, du hättest ja wohl jetzt mal drauf gehen können.
Ausweichen kann er nicht. Wow, kommt da wenig Schaden bei rum. Das killt ihn. Hä? Ah, er hat durchstoßen. Die Verteidigung durchstoßen. Wie blöd ist das denn? Das wollen wir doch gar nicht. So, du bist kein Kleriker. Einmal bitte auf den Gegenschlag und dann tot. Okay, wir nehmen uns jetzt ein volles Team vor. Ist fast fertig, den nutzen wir. Da geht die 17er Truppe hin. Ja, das lassen wir. Da ist jetzt nicht so viel Feuerkraft dabei. Aber gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt. Da ist viel Gelb dabei. Okay, alles geht beim Gegner an. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass auch alles angeht und er schön in den Gegenschlag spielt. Gegenschlag. Das war nicht der Gegenschlag. Komm schon, Gegenschlag. Okay, damit können wir leben. So soll das. Das sieht doch gut aus. Das macht gleich Bumm und dann war es das für Pingi. Ich hoffe mal einfach mal, dass ich recht habe. Was haben wir denn dann noch hier? Hey, Duke ist mies. Ja, da kann ich nicht mit einem Heilerring in der Gelb ist. Du hier. Du bist es doch.
wir mal. Das sieht nicht gut aus. Das sieht so gar nicht gut aus. Machen lieber zwei Matches. Ja, eine Runde zu spät. Wow, okay. Gerade so geschafft. Wen wollen wir nicht, dass der auslöst? Jeder angerichtete Schaden ist Schaden. Dann können wir es auch machen. Überleben das, das ist okay. Wer sich fragt, wieso ich das überlebt habe. Oh, das ist die Post. Bin ich wieder. Holen wir uns die beiden blauen Steine. Wo war ich? Ach so, wieso ich das überlebt habe. Dank des gesunkenen Angriffswert von Frick. Katal erledigt den Job. Heißt der echt Mumu? Okay. Was haben wir denn aktuell noch für Teams? Wir haben noch lila, gelb und wir haben noch zweimal, dreimal gelb. Dreimal gelb können wir mit blau noch kombinieren. Da haben wir hier einmal blau und hoffen, dass wir es nicht brauchen. Du bist die Schwächere. Gucken wir mal. Ich habe so zwei blaue Matches. Mir das Gelbe zerstört, sehe ich gerade. Ja, dann ist das halt so.
direkt weg einmal. Grün wollte ich eigentlich sagen. Wir hauen einfach mal ein bisschen Grün weg. Wir brauchen die Minions, die sollen gleich entzaubern, deswegen. Überleben, war es das für sie? Du bist langsam. Da lassen wir jetzt die Minions ein bisschen arbeiten. Ach, schade. Jetzt wird's gefährlich. Aber genau das Richtige gemacht. Und jetzt spielen wir noch dreimal grün weg, dass es gleich nicht ganz so doll wehtut. Ja, hat doch geklappt. Ein Heiler. Dann gucken wir mal, was am Ende überbleibt. Erstmal. Oh! Aktuell Platz 4. Wie konnte das denn passieren? Und dabei habe ich bisher doch fast nur miese Punkte gemacht. Gucken wir mal. Wir haben ja noch 17 Stunden Zeit. Ich glaube, 6. Ne, 3 kriegen wir noch. 3 Angriffe. Ich habe noch ein bisschen was da. Ich habe ja hier noch Lila, habe ich. Grün habe ich noch ziemlich viel. Da geht noch ein bisschen was. Ach, hier unten kommt auch noch ein bisschen was. Okay. Schauen wir, wie es weitergeht.
Ja, schauen wir einmal ran. Wir haben 210 Angriffe über und der Gegner hat 303 Angriffe über. Ja, das ist ärgerlich, sage ich mal, ne? Und die hätten ja bei uns, sage ich mal, auch noch Punkte machen können. Haben ja angeschlagene Verteidigung. Wie oft bin ich gelegt worden? Da. Zwei Angriffe gebraucht. 2-1. Ui, der hat aber standgehalten. Ich weiß nicht, da auch wieder 2, 4-2. Damit kann ich zufrieden sein und zwar vollends. Wenn es dabei bleibt, zwei Angriffe immer, habe ich eine gute Quote. Oh, hier sogar drei. Hammer. Was haben wir eben gesagt? 7-3. Absolut zufriedenstellend. Und dabei habe ich, glaube ich, nur meine Standardverteidigung genommen. 8-4. Der hat es wieder runtergerissen. Das ist ein halber. 9-4. 10-5. Ja, zwei Angriffe. Pro und ich habe hier meine Standardverteidigung gestellt, wo mir auffällt, dass Mutter Nord außen so da langsam ist, wie keine Ahnung, wieso ich die gestellt habe. Die gehörte eigentlich gar nicht hin. Aber gut, sind wir damit zufrieden. Ja, das ist mein Ergebnis. Rang 11 von 200. Dafür, dass ich ja echt viel oder wenig Punkte gemacht habe, ist es okay. Bei den Münzen nichts Besonderes. Also bei den Beschwörungsmünzen, 35 Münzen, gucken wir mal. Insgesamt der Überblick. Ja, Rot hat gewonnen, ich bin natürlich Dritter. Das heißt, Truppenmünze, okay, alles super. Jetzt kommt es drauf an. 100! 135 Münzen, ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Damit bin ich absolut zufrieden, auch wenn wir natürlich den letzten Platz haben. Wie lächerlich. Oben die Belohnung: 10.000 Nahrung, 10.000 Erd. Wichtig ist um die Truppenmünze, die 100 Wappen und die 100 Münzen. Das ist deutlich besser. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht es gut.